Ganz einfach, weil beide daran erkranken können. Etwas häufiger sind HPV-assoziierte Erkrankungen bei Mädchen, vor allem der Gebärmutterhalskrebs, aber zum Beispiel Genitalwarzen treten bei jungen Männern häufiger auf als bei jungen Frauen. Und wir können davon ausgehen, dass ungefähr ein Drittel aller Krebserkrankungen, die durch HPV ausgelöst werden, bei Männern auftreten. Dazu gehören das Peniskarzinom, das Analkarzinom, aber, und das ist das häufigste und das nimmt von der Häufigkeit immer mehr zu, das Rachenkarzinom, das zu circa einem Drittel HPV-bedingt ist. Und dazu kommt, je mehr Menschen geimpft sind, desto effektiver unterbreche ich die Übertragung. Das heißt, wenn ich beide Geschlechter impfe, erhöhe ich die Durchimpfungsrate schlagartig auf das Doppelte.